Jawohl, scheint gut zu klappen, das ist doch wunderbar. Dann begrüße ich euch heute hier an dieser Stelle zum ersten Webinar im Jahr 2018, zum ersten JFD-Devisenradar-Webinar. Hier an dieser Stelle ganz herzlich vielen Dank für die Glückwünsche, die ja gerade reinkommen. Vom Rudolf, vom Wolfgang, von an Anführungszeichen unbekannt, vom Christian, vom Sven. Also viele Teilnehmer. Gern, gern, vielen Dank. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch wieder hier so zahlreich zugegen seid und der Raum füllt sich auch weiterhin. Bekanntermaßen ist das ja in den ersten 5 bis 10 Minuten immer relativ zuströmend. Wir wollen aber natürlich beginnen heute wieder mit dem ja, üblichen Markt. View mit der Beschau der Märkte. Wir haben, wie gesagt, einiges in petto. Wir haben einige Seasonal Pattern in petto und das wollen wir uns hier jetzt eben erarbeiten. Rolf, auch danke dir. Alles Gute zum neuen Jahr. Auch nochmal an der Stelle. Auch hoffe ich, dass ihr da gut reingekommen seid ins neue Jahr und jetzt hier vollen frohen Mutes seid auf all das, was da dennoch kommt. Was bereits gestartet ist, liebe Leute, das sind die Trading Awards 2018 hier mit Inveus gestartet. Ich hatte es letztes Jahr auch schon zum Ausklang angedeutet. Es gibt hier zwei Wettbewerbe, den Trading World Cup mit monatlichen Zielen und die Fonder Challenge, wo es hier im Fokus steht, das Konto längerfristig zu traden und eine Verdopplung hinzulegen, wenn das gelingt, bei einem Drawdown von maximal 30%, dann bekommt man echt Geld zum Handeln, um hier sozusagen nochmal zu unterstreichen, dass man eben es drauf hat, in Anführungszeichen. Wie gesagt, eine Verdopplung ist definitiv spekulativ. Ihr wisst das im großen Universum der Markt. Geschehnisse, wenn man hier die Top-Hedge-Fonds der letzten 20, 30 Jahre nimmt, dann ist eine durchschnittliche Jahresrendite von 20% schon top. Wirklich top. Und wenn man hier in so einer Challenge einen Verdoppler macht, dann reden wir über 100%. Das ist natürlich mit einem sehr, sehr spekulativen Charme versehen. Aber die Trading Awards im letzten Jahr haben bewiesen, dass das hier durchaus möglich ist. Und ich war selbst ja zum Abschluss des vergangenen Jahres in Barcelona, wo hier dann praktisch die malaysischen Kandidaten das Feld abgeräumt haben und der Kollege hier mit 270% sozusagen hier, Fasrin war es an der Stelle, genau, Grüße. Er hört zwar nicht zu, aber wir haben uns nett unterhalten. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte dort. Und wie gesagt, da gab es jetzt dann eben auch innerhalb von 14 Tagen zwei Verdoppler. Aber es wurden eben auch Kontos oder Konten vor die Wand gefahren. Das wird nächstes Jahr, Schrägstrich, was sage ich, vielmehr dieses Jahr in Dubai nochmal eine stärkere Aktion. Wir haben natürlich einiges vor. Sicherlich, so ein Wettbewerb bedarf immer gewisser Anlauf, sage ich mal, Trigger, um jetzt hier den ein oder anderen Mangel abzustellen. Es gab auch hier immer wieder mal auch einen Software-Bug, um sozusagen alles sicherzustellen. Das Ranking ist auch in Kürze da. Es gibt schon die ersten, sage ich mal, Hardcore-Trader, die da loslegen in dieser Challenge. Sehr, sehr spannend an der Stelle, dass es sich hier sozusagen da natürlich darum handelt, dass die Marktakteure hier aktiv sind, die im letzten Jahr auch schon im vorderen Drittel sich immer platziert hatten. Und ich weiß von den einen oder anderen, der im letzten Jahr sich auch schon qualifiziert hat für die finalen Battles in Barcelona, der jetzt hier dann sozusagen im Januar auch schon wieder ganz vorne mit dabei ist. Also es ist sozusagen nicht unbedingt ein Zufall von Leuten, die es drauf haben, sich hier zu qualifizieren und das eben mehrfach oder immer wieder mehrfach unter der Top 20 sich dazu rangieren. Wie gesagt, das Ranking ist in Kürze da und für euch alle ist völlig kostenlos, völlig kostenfrei und es gibt, wie gesagt, die zwei Wettbewerbe, die hier doch ihren Charme und ihren Reiz haben. Wer nicht traden will und dennoch mitmischen will, der kann ja die Wildcard buchen oder kaufen. Das ist praktisch ein klassisches Los- und Glücksspiel, hätte ich fast gesagt. Nein, aber ihr könnt hier sozusagen teilnehmen und euch ein Los sozusagen ja, erhaschen, dann seid ihr praktisch auch in Dubai beim Finale dabei und das eben unabhängig dessen, ob ihr einen Monatssieg eingefahren habt oder nicht. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Bin ich auf jeden Fall super froh, dass wir hier mit Inveus und Uwe und Jonas, Lisa, Carmen, dem ganzen Team da hier wirklich was Gutes auf den Weg gebracht haben und es im Prinzip im Sinne der Next Generation hier noch ein Stück heißer machen. Wird wie gesagt spannend, schaut euch das an. Ich habe es wie gesagt schon mal erzählt. Hier ist übrigens Fasrin mit seinem Verdoppler beziehungsweise mit seinen 270%. Tolle Geschichte. Und dieses Jahr geht es, wie gesagt, nach Dubai und die Founder Challenge ist neu dabei. Okay, jetzt wollen wir uns aber mal dem Markt zuwenden. Wir hatten heute Morgen, der ein oder andere wird es wissen, im JFD-Devisenradar ein Intraday-Ziel vom Euro-US-Dollar bei 1,20 ausgesprochen. Da dümpelte er in Anführungszeichen hier noch gute ja, 70 Pips, wenn man jetzt hier den Screenshot nimmt, unterhalb dieses Niveaus umher.
Ja, die Fuzzy-Vektorlogik hat sich erfüllt. Wir hatten heute ein bullisches Pattern. Grandios. Tatsache ist, ich hatte es vorhin auch schon gepostet, die 1.2018, die hier als Ziel anvisiert wurde, die steht noch aus. Die ist noch nicht touchiert worden. Wenn man sieht, dass das Tagestief ja auch um 10, 20, um 10 Pips knapp unterschritten wurde, könnte man sagen, Touchdown, es hat gepasst. Schlussendlich wurde hier der bullische Wochentag heute auch nochmal unterstrichen mit der entsprechend dargestellten Performance. Schauen wir uns das auch nochmal im Live-Chart an hier. 15-Minuten-Chart direkt mal. Aus dem MetaTrader heraus. Tolle Geschichte. Hier dann auch das Vormonatshoch bei 1,2025. Gehen wir in 5-Minuten-Chart, sieht das Ganze noch spannender aus. So. Und jetzt konsolidiert im Prinzip der Markt seitwärts. Und hier gab es eben den starken Schub zur European Session. Jetzt sind wir hier sozusagen am Vorwochentief, Vormonatshoch. Hier pendelt er so ein Stück weit umher. Und die Tendenz, die ich ja auch schon am Montag beim JFT-Devisenradar-Stream schrägstrich beim heutigen Rückblick nochmal auf Montag schon besprochen hatte. Ich erwarte hier durchaus einen Euro, US-Dollar, der weiter stärker ist. Goldman Sachs haut heute erst unlängst raus, dass sie einen Euro-Dollar bei 1,30 sehen. Das ist manchmal ein bisschen kontraproduktiv, wenn die Big Banks mit ihren, sage ich mal, großen Investitionsstäben für die ein oder andere Währung in eine gewisse Richtung blasen. Aber natürlich, die institutionellen Trader geben da auch, sage ich mal, an die institutionellen Anleger oder der Trader Floor vielmehr an die institutionellen Anleger da auch Kauf- und Verkaufsempfehlungen, das eben auch durchaus auf Swing Trading Basis, Schrägstrich Positionstrading, und Goldman Sachs sieht eben hier nochmal 1000 Pips Aufschlag beim Euro-Dollar. Sehe ich auch so. Grundsätzlich aber muss man, wenn man das Ganze technisch nochmal betrachtet, dann gehen wir jetzt nochmal kurz auf den großen Chart vom Euro-US-Dollar ein. Ansonsten hier, Moment, jetzt gehen wir hier rein. Ansonsten hier natürlich auch dann gleich die anderen Währungspaare in der Beschau, weil den Chart werdet ihr ja sicherlich schon gut kennen. Was lese ich hier von Mr. Unbekannt? Lautsprecher auf Anschlag, neu eingewählt, trotzdem kein Ton. Das kann ich nicht glauben, weil mir wurde, erstmal habe ich hier einen super Anschlag, zweitens wurde mir hier bestätigt, dass ich zu hören und zu sehen bin. Ich werde dem Kandidaten mal schreiben, dass der Ton da ist. Das scheint wohl ein, wie heißt das so schön, Home-Problem zu sein. Ja? Ton ist da nicht wundern, ich schreibe es gerade mal in den Chat. So, gut. Danke auch für das Feedback, Frank, Wolfgang, Dieter. Jawohl. Anja, jawohl, alles. Vielen Dank. Das ist eine Interaktion, die man sich wünscht. Im Übrigen, wer geht mit mir nicht konfirm, dass Euro-US-Dollar durchaus, also Goldman Sachs sagt hier 1,30 voraus, das wäre ein klarer Ausbruch über diese langfristige Abwärtstrendlinie. Sollte das passieren, dann sehe ich sogar eigentlich hier eine Chance, die Euro-US-Dollar auch in Richtung 1,40, 1,50 und höher treiben können, kann. Also die 1,30 wäre dann meines Erachtens ein Zwischenziel. Aber wer von euch sieht denn auch Euro-US-Dollar stärker? Mal kurzes Feedback. Also im Jahresverlauf 2018 Euro-US-Dollar tendenziell weiter nach oben oder eben nicht. Hey, Face is auch on the air. Sozusagen Grüße an dieser Stelle nach Hamburg. Freut mich auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, ich überlege mir, Face, wir könnten eigentlich auch mal einen gemeinsamen Live-Event machen. Das wäre sicherlich auch sehr spannend. Komme ich nochmal auf dich zurück, halte ich im Hinterkopf. Sprich, Live-Event, Live-Trading. Haben wir übrigens diese Woche, nein, diesen Monat zum Monatsabschluss. Na, wer grinst hier so frech? Wir haben erstmal diesen Freitag, für alle, die es interessiert, wie ich auf die Ziele vom Euro-US-Dollar gekommen bin. Aber legt erstmal eure Infos auch rein in Sachen Euro-US-Dollar. Face an der Stelle, danke, da gehe ich mit dir confirm. Du hast natürlich hier wieder die Marken auf den Pip genau skizziert. Ich werde es mir merken, komme auf jeden Fall daraufhin zurück. So, wie gesagt, Workshop heute, nein, am Freitag 14 Uhr rund um die Fuzzy-Vektorlogik. Das ist das Tool, was ich hier gerne für Intraday-Geschichten nutze. Und welche ich auch heute Morgen genutzt habe, um Euro-US-Dollar sozusagen in Richtung 1,20 zu blasen. Das ist das Pattern, das ist das Tool. Da erkläre ich mal ein Stück weit, was es damit auf sich hat und wie das Ganze funktioniert. Ich werde auch mit dem Entwickler vorher dann nochmal in den Diskurs gehen. Vielleicht können wir da auch irgendwas machen für JFD-Kunden im Sinne dessen, dass es spannend wird. Anitra, sauber, 1,60 2018, das ist mal ein Hammer-Move. Starker Euro und EZB, Fragezeichen, ja, ist richtig. Aber viele sehen den Euro stärker. Jetzt immer die kritische Frage, ist das kontraproduktiv? Ja, wenn alle, wie heißt das schon, wenn alle auf einer Seite stehen, Schrägstrich schon gekauft haben, wer kauft denn da noch? Ja, aber bei Aktien ist es generell so, dass man natürlich hier immer das Angebot-Nachfrage-Verhältnis hat. Bei Devisen hat das natürlich auch einen ganz anderen globalen Charakter, ja, wobei die internationalen Handelsströme nicht mehr ins Gewicht fallen.
Das ist wirklich ein kleiner Bruchteil des Gesamtmarktvolumens vom Devisenmarkt. Aber in der Summe ist generell hier auch an den Statements festzustellen, dass sehr, sehr bullisch der Markt ist, beziehungsweise die Marktteilnehmer, die mir hier im Webinar beiwohnen. Ich habe bisher nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Niner, aber ja, mehr als das Fünffache, Vierfache an der bullischen Variante. Frank kommt gerade rein. 1,31 ist das Äußerste. Also es wird, wie gesagt, spannend sein. Erstmal danke fürs Feedback, aber die Masse geht im Prinzip auch davon aus, dass es weiter nach oben geht, ähnlich wie Goldman Sachs, ähnlich wie ich. Wir müssen sehen, am Ende des Jahres wissen wir mehr, ob es so gekommen ist. Aber Freitag, wie gesagt, Webinar-Anmeldung, liebe Leute. Nutzt die Chance, wenn ihr die Zeit habt. Wäre auf jeden Fall spannend. Ansonsten will ich nochmal darauf hinweisen, eben mit dem Live-Event und dem, was ich ja sagte, dass wir da durchaus mal etwas mit Face starten können, haben wir hier am 30.01. mit dem Markus, hier Markus Kleber, nochmal ein schönes Event hier in New York am Start gewesen. Große Erfahrung. Hier geht es weniger ums reine Intraday-Trading. Werden wir uns wahrscheinlich vielleicht den ein oder anderen Trade auch anschauen, aber hier eigentlich primär Swing- und Day-Trading mit verschiedenen Asset-Klassen. Wird auf jeden Fall spannend. Und ansonsten habt ihr natürlich hier reihum jeden Tag ein schönes Paket. Gut, jetzt bin ich wieder vom Hundertsten ins Tausende gekommen, aber daraus ist ja auch gar nicht so dramatisch. Soll ja ein Stück weit dynamisch sein. Insofern nochmal der Aufruf, wer Lust und Laune hat, ein paar unter die Lupe genommen zu wissen, dann jetzt schreiben in den Chat. Danke erstmal an der Stelle auch für das Feedback in Sachen Euro-Dollar. Bleibt also hier im Prinzip bullisch, sehe ich auch so. Wenn wir, wie gesagt, hier ausbrechen über 1,27, dann, ja, dann spricht viel dafür, dass es eine weitere Aufwertung gibt. Ich denke nicht, dass es so parabolisch nach oben schnippt. Es wird immer wieder auch Korrekturphasen geben, Schwächephasen, aber übergeordnet, denke ich, wird diese langfristige Abwärtstrendlinie, die hier seit der Finanzmarktkrise etabliert wurde, im Zuge dieses Abwärtstrendkanals sicherlich getestet. Also das wird sehr, sehr spannend. Hier, wie gesagt, übergeordnet so ein Abwärtstrendkanal seit Jahren existent. Eine sehr schöne, sage ich mal, oder sehr schöne Rahmenbedingung. Das ist ja wirklich ein Punkt, wo ich sage, da kann man sagen, die Situation ist spannend und technisch sehr, sehr gut einfangbar. Übergeordnet große Korrekturbewegung. Aber wenn das Ding mal endet, dann endet es wahrscheinlich richtig und dann kann auch hier der Markt richtig gut nach oben aufdrehen. Dann wäre nämlich die langfristige Abwärtsbewegung Bewegung beendet. Wenn wir noch ein Stück weiter zurückgehen, ihr wisst das, von wo der Euro kommt, Parität, Schrägstrich, vor der Einführung unterhalb von der Parität 1,00 eben, da sind wir weit weggelaufen. Und wer die ein oder andere Analyse des letzten Jahres noch kennt, wird euch vielleicht auch an das Harmony-Pattern erinnern. Ich hätte so gern die Parität gesehen. Aber hätte Wünsch, aber hätte Fahrradkette, wie der Jens immer sagt, das ist sicherlich etwas, was wir uns hier nicht wünschen können. Aber das Harmony Pattern hat im Prinzip hier die Parität in Aussicht gestellt. Und ich hatte immer gesagt, der Untergang des Euros wäre dann betrommelt worden, wenn es denn zur Parität gekommen wäre. Und das wäre sicherlich der beste Zeitpunkt gewesen. Dann auch mit diesem Harmony Pattern, Schrägstrich inklusive Touch dieser unteren Trendkanallinie hier im Bereich der Parität von 1,0 eben einen Long-Einstieg zu wagen. Das wäre meines Erachtens der Trade des Jahres gewesen, aber der Markt hat sich hier eben um 1,050 stabilisiert und dann eben, ihr wisst das, während des Handelsverlaufs 2017 schön aufgedreht. Also technisch Euro ist aber sehr schön einfangbar und übergeordnet im großen Bild spricht viel dafür, dass der Markt weiter aufdreht. So, was hier überhaupt nicht auftritt, liebe Leute, das ist Euro-Yen. Das heißt hier die Yen-Pairs, ihr seht das hier unten, also alle Währungen, die in Yen gehandelt werden, sind unter Abgabedruck. Ja, hier gibt es mit der groben Kelle. Unter anderem auch Euro-Yen, den ich ja auch in der Beschau hatte, weil es hier ein sehr schönes Pullback-Level gab. Und genau da stehen wir jetzt. Euro-Yen ist meines Erachtens mehr als ein Blick wert, denn die Frage ist eben, was der jetzt hier tut. Die letzten drei Handelstage ohne Frage Euro schwach, heute ist Euro US-Dollar ja stark, aber der Yen drückt mega, mega auf die Drehendrüse, hätte ich fast gesagt. Nein, es ist eben hier der Punkt, dass der Markt stark nach unten gedrückt wird. Yen stark, Euro entsprechend schwach, deswegen auch hier die drei Kerzen, die nicht sehr gut aussehen, aber wir sind hier im Unterstützungsbereich. Und ja, wenn man auch gewisse Umkehrpunkte oder auch Unterstützungsmarken auf den Pip genau fixiert, ja, oder auf die Pipette. Es kann natürlich im Sinne der, wie soll man es am besten ausdrücken, im Sinne der Marktvolatilität, Schrägstrich im Sinne der Preisfindung immer wieder auch zu kleinen Up and Downs um diese Levels herum kommen. Und das beste Beispiel ist eben jetzt hier Euro-Yen. Meines Erachtens zu tief
eingetaucht unter das Unterstützungslevel von 134,35. Soll heißen, wir haben hier eine schöne Widerstandszone, wie gesagt, eine relativ punktgenaue Widerstandsmarke bei 134,35 aufgebaut. Es gab hier den Ausbruch im Dezember, Ende Dezember, kleiner Pullback und jetzt schön nach oben marschiert. Und ich hatte es ja auch unlängst analysiert hier im JFD-Devisenradar von eben gestern. Liefert Einstiegschance bei 134,50 roundabout. Da sind wir jetzt ein schönes Stück drunter gelaufen. Die Situation könnte eigentlich nicht heißer sein, weil er hätte sich hier eigentlich fangen sollen. Ja, um 134,35, 134,50. Meines Erachtens auf jeden Fall ein guter Trigger. Das Risiko hier auf 150 Pips beziffert, erlaubt natürlich ein Stück weit Spielraum. Ja, man muss ja hier natürlich, wie eben auch schon gesagt, den Markt ein Stück weit hin und her wägen. Und ja, Frank, die Bank of Japan hat die Anleihekäufe seit Dezember-Januar reduziert. Gestern hat auch Clemens Schmale dazu geschrieben, dass natürlich auch die Bank of Japan hier sozusagen von ihrer sehr extrem expansiven Geldpolitik zurücktritt. Wir wissen alle, was in Japan los ist. Die wollen Inflation. Ja, das Deflationsgespenst geistert da ja seit den 90ern rum. Das ist ein Riesenproblem in Japan. Ohne Frage, man muss auch sagen, die Staatskassen, Schrägstrich, die Notenbank hält so viele ETFs und Aktien. Das ist alles nicht mehr gesund. Das ist alles nicht so, wie eigentlich ein realer Markt verlaufen sollte. Deswegen die Geschichte an der Sache. Ich meine, Japan macht das in Anführungszeichen seit knapp 20 Jahren hier irgendwo, die Liquiditätsfahne hochzuhalten. Und ob sie es wirklich beenden, das sei mal dahingestellt, weil das hätte, wie gesagt, auch krasse Folgen für das ganze Kreditwirtschaftssystem dort, wenn die die Zinsen jetzt anheben und ohnehin schon mal keine Inflation wirklich generieren können. Also da wird es viel Spekulation geben. Grundsätzlich ist die Annahme, dass Japan eigentlich weiter hyperinflationär unterwegs sein wird. Oder besser gesagt, mit der Absicht, Inflation zu schüren, also jetzt meines Erachtens von der expansiven Geldpolitik nicht zurücktreten wird. Das spricht ergo für einen weiterhin schwachen Yen, mittel- bis langfristig, so zumindest mal meine Annahme, meine subjektive eigene Annahme. Das kann sich alles auch noch ändern, wenn jetzt Shinzo Abe oder irgendwelche anderen Meister dann doch irgendwo in eine andere Richtung drehen. Wie gesagt, wir wissen es alle nicht, wir müssen uns an einem orientieren und da muss ich ganz klar sagen, liebe Leute, gibt uns der Chart wirklich viele Informationen. Ja, gerade am Devisenmarkt wichtig, auch die Fundamentals im Auge zu haben, ja, Leitzinsdifferenzen, geopolitische wie finanzpolitische Ausrichtungen, ganz klar, aber der Chart zeigt uns hier massenpsychologisch an, wohin der Preis geht, die Price Action, Angebot, Nachfrage, Überschwang, Euphorie, Panik, Angst, Gier, das können wir alles am Chart ablesen. Und ja, man muss zugeben, das werde ich auch mit dem Markus Ende des Monats zum Live-Event besprechen, die Aktienindizes in den USA, Nasdaq und dergleichen, das sind schon parabolische Preisanstiege. Also das ist wirklich sehr, sehr extrem. Kreditaktienkauf auf Rekordniveau etc. Die Warnlampen könnten nicht roter leuchten. Die Frage ist nur, wann endet die ganze Party? Ich meine, in den USA werden die Leitzinsen ja schon seit 2000, mit der Ankündigung 2014 ja dann sukzessive, da wurde der Markt ja darauf vorbereitet im Sommer 2014. Dann gab es ein gutes Jahr später überhaupt erstmal die Maßnahme 2015. Und ja, die Notenbank lässt sich Zeit, aber tendenziell ist ja hier schon der Weg geebnet in Sachen dessen, dass die Leitzinsen steigen. Und das muss sich ja auch früher oder später natürlich mal umsetzen. Im Sinne dessen, dass das Kapital auch wieder, wenn es höhere Zinsen an den Anleihemärkten gibt, sozusagen wechselt von den Risikoanlageklassen eben in den anderen Markt. Das bleibt alles mal abzuwarten, gerade auch vor dem Hintergrund, wenn man die Kryptos sieht. Das wird auch ein riesenspannendes Thema dieses Jahr noch werden. Kryptowährungen, für mich fast schon neue Marktverhältnisse, was wir da jetzt haben. Die Story wird sicherlich auch noch ewig weitergehen. Aber dazu alles zu seiner Zeit. Ich habe jetzt hier schon ein paar Wunschkandidaten drin in Sachen Analyse, was auch schön ist. Und da könnt ihr euch auch mal ruhig ein Beispiel nehmen. Wir haben heute die Martha hier wieder und auch den Bernd gehabt hier mit schönen Analyse-Tools. Big Ben setzt sich übrigens weiter fort. Grandiose Performance. Der Bernd, auch Lob an dieser Stelle nochmal für die akribische Nachverfolgung im Sinne dessen, was Big Ben sich hier so erlaubt, beziehungsweise was passiert. Und wenn wir uns hier anschauen, was da seit knapp einem Jahr an Performance mit dieser simplen Daily, one trade per day, mit dieser simplen Strategie an Performance gemacht wurde, es ist schon außerordentlich. Ich bekomme jetzt auch die neuesten Zahlen unserer, sage ich mal, Big Ben Strategien auf andere Währungspaare, Misch-Trading, Basket und dergleichen. Da bin ich mal gespannt, wie die Ergebnisse da aussehen. Aber Bernd, grandios an dieser Stelle. Da sollten wir wirklich was draus machen. Ich komme da nochmal auf dich zu. Ich denke, wir müssen hier
ein definitives Live-Tracking oder vielleicht ein Basket aufsetzen oder irgendwas in der Richtung, dass wir hier sozusagen anderen Marktteilnehmern die Chance geben, da auch dran zu partizipieren. Ja, das heißt natürlich nicht, dass das jetzt ewig so weitergeht. Wer früher den Big Ben schon kennt, der weiß auch, dass es durchaus mal Durststreckenjahre gab. Die aktuelle Performance, wie gesagt, grandios. Insofern vielen, vielen Dank, Bernd. Da bitte ich dann auch irgendwann mal um Zusendung deines Factsheets, Schrägstrich hier der Excel-Tabelle. Gut, aber was haben wir hier? Dazu dient ja auch Guidance, liebe Leute. Ja, mit dem Broker-Login könnt ihr über Guidance handeln. Bei JFD synchronisierte Konten. Alles, was hier passiert, passiert im MetaTrader und umgekehrt. Hier letztlich aber die Chance natürlich, die Guidance-Charts zu sharen. Ja, wie stark ist das denn? Wie Bernd hat hier den Chart reingeshared. Ich klicke drauf, hole ihn mir praktisch hier live sozusagen rein und mache das Ganze jetzt mal größer. So, da haben wir den Chart, ja, von Bernd gezeichnet. Ich kann den hier einfach mal mit analysieren. Wie stark ist das denn? Und das ist genau etwas, was sozusagen als Social, neben den ganzen Social Medias, Social ist ja praktisch ein Riesenthema überhaupt, ja, ob das jetzt YouTube, Facebook oder sonst was ist, ist es aber hier natürlich, dass man auf Basis von Börse, Finanzmärkte etc. natürlich sowas auch noch sucht und Guidance hat ja eine schöne Schnittstelle geschaffen, um praktisch so eine Art Facebook für Trader oder Hobbyanleger zu sein, eben weil man hier auch Charts gemeinsam bearbeiten kann. Deswegen, liebe Leute, wir sind relativ viele im JFD-Devisenradar. Macht's euch ruhig mal auf, auch hier Charts reinzuposten, wenn es um Währungen geht, auch mal Ideen auszutauschen. Ja, wir haben auch unseren JFD-Desktop, wo Jens Klatt hier täglich Sendungen abfeuert. Ich habe hier früher auch abgefeuert. Es ist wirklich so, dass man hier viel machen kann, um sozusagen am Markt sich auch auszutauschen. Ja, Trading ist eine sehr einsame Geschichte und das muss nicht sein, gerade eben mit dem Hintergrund, dass es solche Tools wie Guidance gibt, die dann sozusagen eine Sammelfunktion von vielerlei Sachen sind, die man hier kombiniert. Ja, sei es eben Social Media, sei es eben Chart, Covering, Research, Austausch und dergleichen. Okay, was hat Bernd aber hier gemacht? Neuseeland-Dollar-Yen, den hat er schon länger auf der Pfanne. Hier gab es eine schöne Untertassenformation. Wir sind jetzt hier im Tageschart auf größerer Basis. Haben hier eine schräge Trendlinie, die ist sicherlich zweifelsfrei sehr subjektiv, aber da wurde, und das ist auch sehr interessant hier beim Widerstandsbereich um 83,15, 83,50, das Währungspaar hier abgewiesen im Sommer letzten Jahres. Dann diese Trendlinie hier nochmal touchiert im September. Und jetzt stehen wir wieder genau an diesem Level. Bedenkt, hier gab es auch schon mal einen Ausbruchversuch hier eben im Sommer letzten Jahres. Das heißt, die Trendlinie muss nicht zwangsläufig genauso ihren Bestand haben. Aber wie es Bernd das schon skizziert hat, unterhalb dieses Levels darf gesagt werden, unterhalb hier von 31,30 bleibt das Währungspaar zunächst bärisch. Erst oberhalb dessen, und das ist ein Trigger-Level, wird Neuseeland-Dollar-Yen bullisch. An der Stelle vielen Dank, Bernd, für diesen Chart. Außerordentlich gut und insofern sehr, sehr interessant, wie die Reise hier wohl weitergehen wird. Also ich würde eher diesen Fall jetzt praktisch blau machen. Was im Umkehrschluss, und das ist jetzt auch interessant, wir haben ja gerade die Yen-Pairs hier im großen Kontext besprochen, Euro-Yen zum Beispiel, was jetzt dafür sprechen würde, dass der Yen durchaus noch ein bisschen mehr Stärke erfährt und eben nicht das Szenario, was ich hier skizziert habe, dass der Euro gegenüber dem Yen sich hier stabilisiert und nach oben dreht, erfüllt, sondern es eben anders kommt und wir vielleicht in Richtung 131 zurückfallen. Hot, hot, hot. Warten wir ab, was passiert. Der Markt wird es uns zeigen, wie ich so immer so schön sage. Und dann machen wir doch gleich mal weiter hier im Sammelsorium. So. Euro-Yen hatten wir. Gehen wir doch nochmal auf Australdollar hin. Der kommt auch kräftig unter die Räder. Hat man auch hier mit Euro-Yen im letzten Jahr analysiert. Hier hatten wir auch einen Seasonal Pattern. Das war hier, sag ich mal, wie soll man sagen, also das war hier eine Punktlandung mit diesem Seasonal Pattern, was sich hier erfüllte. Also innerhalb kurzer Zeit zum Jahresabschluss dieses bullische Setup grandios abgeliefert. Aber auch hier, wie beim Euro-Yen, die letzten drei Tage absoluter Druck. Jetzt muss man sehen, wo der Markt sich hier beruhigt, eine Stabilisierung erfährt, Schrägstrich eine Umkehr startet. Das bleibt mal abzuwarten. Also ihr seht es ja auch hier, wenn es mal nach oben geht, wie letztes Jahr im Dezember, dann kann das durchaus ein Stück weit anhalten, eine gewisse Übertreibung auch annehmen. Und genauso geht es aber natürlich auch nach unten. Ja, und ich sehe mit der heutigen Tageskerze auch beim Euro-Yen oder den anderen Yen-Pairs technisch gesehen noch nicht unbedingt das finale Tief. Ja, das gefällt mir eben beim Euro-Yen jetzt überhaupt nicht, wenn wir nochmal hier drauf gehen, dass der sozusagen dieses Pullback-Level
sauber nach unten jetzt aufgerissen hat. Und wie schon dargestellt, dem Markt muss man auch ein Stück weit Spielraum geben, deswegen hier die 150 Pips. Aber die Tageskerze selbst gefällt mir nicht wirklich. Gerade wenn die jetzt gerissen wird oder das heutige Tagestief gerissen wird, hier 133, 20 gibt man ihm noch ein bisschen Spielraum, dann kann es wohl schnell weiter bergab geben, gehen. Also das ist etwas, wo ich sage, das war von meiner Einschätzung her eher anders zu bewerten. Insofern schwache Vorstellung hier von den Paaren, die in Yen gehandelt werden, schrägstrich starke Vorstellung vom Yen selber. Gut, jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter hochscrollen. Es wurden, wie gesagt, auch viele andere Währungen gewünscht. Was haben wir denn da? Zum Beispiel Euro-Austral-Dollar. Ja, der kommt ganz interessant daher. Den hatte ich auch unlängst im Fokus. So, ja. Muss ich mal ein bisschen updaten. Der Chart ist schon nicht mehr ganz so frisch. Ist auch kein Thema. So, den Horizontalwiderstand lassen wir mal. Hier, das ging relativ gut. Eine weitere Aufwertung ist nicht erfolgt. Hier die Projektion der Preis-Action nehmen wir mal raus. Löschen wir das Ganze mal. So, den Chart mal klären. Euro-Yen hatte ich schon länger nicht mehr im Fokus. Ihr seht das gerade. Zuletzt im November, Dezember. So, aber hier diese Wunderkerze muss man uns auch mal angucken. Handelsplatz Forex. Okay, das ist hier eine Intermarkt-Indikation. Nehmen wir mal die Wunderkerze weg. So sieht das auch schon vernünftiger aus. Das heißt, wir haben hier den klassischen Interbankmarkt Feed, Preisfeed für die Analyse. So, da fallen zwei signifikante Punkte auf, wenn wir Euro, Austral-Dollar fokussieren. Wir haben hier diese Horizontalzone. Nehmen wir das Ganze als Unterstützungslinie. Sehr, sehr interessant. Hier ein Hoch gemacht im Juni letzten Jahres. Bestätigt das Ganze im Oktober. Fake-Ausbruch Ende Oktober mit einer Seitwärtsphase, um dann hier letztlich November, Dezember nach oben aufzudrehen. Und jetzt kommt der Markt hier zurück. Ihr seht, das ist jetzt nicht von ungefähr, dass ich hier jetzt den bullischen Stab vollziehe, die bullische Einschätzung. Das heißt, wir haben hier einen starken steilen Abwärtstrend, der sich fortsetzen kann, zweifelsfrei, aber meines Erachtens nicht auf ewig weitergehen sollte. Ich sehe hier viel mehr Chancen, den Euro gegenüber dem Austral-Dollar in Kürze einzusammeln. Wenn dieses Level hier bei, machen wir es mal mit einer runden Zahl, 152,25 halten sollte, sehe ich hier auf diesem Niveau eine schöne Chance, dass der Markt, da sehen wir auch mit der gestrigen in Anführungszeichen Hammerkerze, heute hier die bullische Bestätigung, dass der Markt weiter aufdrehen kann. Also es liegt eben daran, dass der Euro auch schön aufgedreht ist oder aufgedreht hat vielmehr. Jetzt geht es eben darum, wenn der sich weiter nach oben schraubt, sehe ich hier gute Chancen, dass wir im Bereich 1,54 in dem Bereich 1,5550 plus laufen. Dazu sollte die gestrige Hammerkerze aber nicht unterschritten werden. Ja, also wir skizzieren mal hier den Verlauf, den theoretischen Verlauf. Alles kann, nichts muss. Ihr wisst das, jeder handelt auf eigenes Risiko. Man muss hier definitiv auch an dieser Stelle immer mal wieder den Disclaimer bringen, so traurig das manchmal ist, aber ich zeige es euch auch nochmal kurz. Ihr wisst das genau. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist der Disclaimer. Ne? Ganz klar, nehmt euch das zur Brust. Hier handelt immer jeder auf eigenes Risiko. Das wisst ihr, klar, aber der ein oder andere, der, sage ich mal, handelt manchmal blindlings und macht dann immer, sage ich mal, nichts aus eigener Sache, sondern einfach immer blind nachhandeln. Ich gebe euch immer den Rat, schätzt euer Konto mit den richtigen Chance-Risikoparametern ab, wenn er live handelt, oder übt erstmal im Demo ein Stück weit. Und wenn er live geht, wichtig ist Risikokontrolle. Ja? Das ist das A und O, nicht überhebeln, nicht überspekulieren. Ich habe ja eingangs auch gesagt, die großen Hedgefonds, die machen, ja, es gab schon Jahre im dreistelligen Renditebereich, deswegen ja auch der Contest in Veos und Wars, um die wirklich guten Trader zu identifizieren, die sie auch mehrfach schaffen, aber eine durchschnittliche Rendite um die 20% pro Jahr ist außerordentlich gut, liebe Leute, außerordentlich gut. Das muss man immer wieder sagen. Ja? Also Traumrenditen von 1000% im Jahr und dergleichen, obliegt bitte nicht solchen marktschreierischen Aussagen. Das ist immer ein Stück weit gefährlich. Gut, aber hier, wie gesagt, bullisches Setup meines Erachtens in Arbeit. Gehen wir unter das Tief der Hammerkerze von gestern, sollte es hier durchaus einen Rücksetzer in Richtung 1,50 geben, dort dann erneut eine gute Chance, eine Stabilisierung einzufahren. Schauen wir mal auf das Seasonal Pattern. Das habe ich noch gar nicht genutzt bis heute, beziehungsweise das Tool vom Forex Bull.
um uns hier mal anzeigen zu lassen, was in den kommenden 60 Handelstagen rein saisonal beim Euro-Out abgehen kann. Also die Rückschau der letzten 18 Jahre. Das sieht jetzt unbedingt nicht nach einem bullischen Setup aus. Aber auch die Teilnehmer, die das Devisenradar schon kennen, Price Action überwiegt der Seasonal Action. Sehr schön und harmonisch, wenn das ineinander übergeht. Sprich, ihr habt ein bullisches Pattern auf charttechnischer Basis, einen bullischen Skill-Faktor, wo ihr sagt, okay, hier sieht es so aus, als könnte der Markt weiter aufwerten. Wenn dann die Saisonalität dazu passt, hat man sozusagen Rückenwind, der hier den Trade tragen kann. In dem Fall sieht es technisch meines Erachtens bullisch aus, aber saisonal das ganze Gegenteil. Hier kann man die Münze werfen, wer am Ende des Tages richtig liegen wird. Ich gebe der Preis-Action immer den Vorrang, weil so ein Seasonal-Chart zeigt ja praktisch historisch betrachtet, okay, wir haben jetzt in den letzten 18 Jahren tendenziell so eine Tendenz gehabt. Das heißt aber natürlich nicht, dass das die Schablone für den Handelsverlauf oder für den zukünftigen Handelsverlauf sein muss. Ja, alles kann, nichts muss, es kann sich immer wieder ändern. Da muss man ganz klar sagen, hier hat sich immer wieder auch die Realität einzuschleichen und die Marktbedingungen ändern sich ja. Ja, sowohl fundamentaler oder aus fundamentaler Sicht kann man eben auch hier sagen, das, was vor 10 Jahren passiert ist, ist nicht unbedingt 1:1 mit den heutigen Marktverhältnissen und Geschehnissen gleichzusetzen. Ja, ob das nun die Liquidität betrifft, ob das nun Preislevels betrifft oder auch Notenbankzinsen, das muss man alles immer ins Kalkül ziehen. Also, seasonal interessant, aber in dem Fall obliegt die Price Action. Und Euro-Out für meinen Geschmack durchaus bullisch interessant. Deckt sich wieder mit dem übergeordneten Bias, dass ich persönlich den Euro auch dieses Jahr, wie eingangs ja auch schon von euch auch abgestimmt, in der Masse bullisch sehe. Also hierbei das Major Pair Euro-US-Dollar. Ja, also wir sehen sozusagen hier den Euro durchaus noch in einer weiteren Aufwertungsphase und davon könnte, / sollte Euro-Austral-Dollar auch profitieren können. So, wenn wir schon beim Australdollar waren, ich gehe auch gerne auch gleich mal auf die Aussie und den Neuseeland-Dollar ein, aber wir haben natürlich auch Rohstoffe. Oh, Moment, da gehen wir mal auf den Goldpreis. Der ist, nehmen wir hier aus der so Top 15, der macht es ein bisschen tricky, muss ich auch ganz unverblümt sagen, im Sinne des, der Schwäche von Anfang Dezember hat sich beim Goldpreis im Sinne des Mehrmonatstiefs und der Auflösung der Range auf der Südseite ein glasklares Verkaufssignal generiert. Und ihr seht den blauen Tendenzpfeil. Nach dem Abverkauf, der hier Anfang Dezember stattfand, hätte ich einen Erholungsimpuls erwartet, aber hier keine Rückkehr über dieses Widerstandslevel, über diese Zone, über das Tief hier vom 6.10. Der Goldpreis hat sich nicht an den erwarteten Fahrplan gehalten. Deswegen, ihr wisst das wieder, Risikooptimierung, man muss einen Stopp setzen. Für den Fall, dass man falsch liegt, also für den Fall, dass man falsch liegt, muss man sein Risiko limitiert haben, wissen, was man verliert und dann eben Haken dran, Fahrkarte, nächste Chance. In dem Fall hier eben die Erwartung, dass der Goldpreis weiter zurückkommt. Er hat es nicht getan. Und wenn man eben keinen Stopp gesetzt hätte mit einer möglichen Short-Position hier in diesem Bereich, also spätestens hier bei 1270 hätte man schon die Reißleine ziehen müssen. Hat man jetzt eine Short-Position aber offen und gehalten, dann sitzt man jetzt aktuell oder in der Spitze heute hier oder im Bereich ja rund 5,86% im Minus. Ja, $75 je Unze hat man dann rund sozusagen negativ auf der Uhr, möglicherweise hier noch negativ reinpyramidisiert. Eieieiei. Das ist sozusagen eine kleine Bombe, auf der man dann sitzt, die auch jederzeit sich sozusagen verselbstständigen kann und das Konto vor die Wand fährt. Insofern wichtig, sich auch mal hier einzugestehen, wenn man falsch lag. Und ja, hier lag ich falsch. Der Goldpreis ist nicht weiter gen Süden getropft. Das ist ein Trade von vielen, beziehungsweise eine Trade-Vorstellung von vielen. Wenn man immer richtig liegen würde oder könnte, dann, ja, dann wäre zum einen die Marktsubstanz überhaupt in Frage zu stellen. Man könnte gar nicht mehr handeln, weil es sind ja immer Meinungen, Stimmungen, Ereignisse, die hier den Markt beeinflussen. Und letztlich kann man nur eins tun, eben hier mit Wahrscheinlichkeiten sich versuchen, am Markt entlang zu hangeln und wenn man hier Wahrscheinlichkeiten sieht, diese eben umzusetzen. Auf den Goldpreis aktuell bezogen, kläre ich auch hier mal den Chart ein Stück weit. Wir sehen, wie gesagt, hier diese fulminante Aufwärtsbewegung und jetzt der Goldpreis nach dem schwachen Start in die Handelswoche relativ stark unterwegs. So, also technisch gesehen gefällt mir der Goldpreis
Jetzt eben nicht, weil wir einen Fake-Ausbruch auf der Südseite hatten. Jetzt sind wir nach oben gelaufen und jetzt stellt sich die Frage, ob das Ganze jetzt hier den Charme besitzt, weiter eben nach oben zu laufen. Der Goldpreis hat meines Erachtens durchaus Chancen, jetzt in 2018 weiter aufzudrehen. Auch insbesondere durch die Stärke, die sich hier zum Ausklang mit Einklang des neuen Jahres zeigte. Man sollte eben aber jetzt tunlichst vermeiden, dass der Goldpreis wieder deutlich unter die Marke von 1,3, also hier 1.300 Dollar je Unze zurückfällt. Lass uns den Chart, wie gesagt, hier noch ein Stück weit sauber machen. Auch die Fibo-Verhältnisse mal rausnehmen. So, diese Unterstützungszone ist ein Stück weit mit diesem Fake-Out auf der Südseite zu relativieren. Der Rest passt. Diese Horizontallinie ist jetzt eine Unterstützungszone. Hoppala, jetzt haben wir sie rausgenommen, beziehungsweise verschoben. So. Gut. Aufgrund des starken Anstiegs, was macht man jetzt hier in diesem Fall? Man bemisst die Strecke mit Fibonacci, um einfach mal festzustellen, was sind denn hier die Bewegungsimpulse. Okay? Lass uns das rausnehmen. So, jetzt haben wir es ein bisschen sauberer dargestellt. Und hier fällt auf, Moment, ich muss das Richtige hoch erwischen. So. Hier fällt jetzt auf, dass wir einerseits an dieser Horizontallinie, die ich jetzt mal rausnehme, die verwirrt mich nämlich gerade. Hier kann man eine kurzfristige Unterstützung interpretieren, aber sehr, sehr spannend und technisch wichtig scheint dieses Level. 38er, also läuft mit dem 38er Fibo-Niveau zusammen. Hier Marke von 1293 rund. Das ist ein Niveau, da soll der Goldpreis keinesfalls drunter gehen. Ja, das ist sicher eine Idealkorrektur, sofern der Goldpreis jetzt weiter zurückkippen sollte. Muss er nicht, nach der jüngsten Aufwärtsbewegung scheint aber hier so eine gewisse Schwächephase durchaus denkbar. Schauen wir auch mal hier auf die Saisonalität, was der Goldpreis tendenziell macht. Auch hier XAK, Schrägstrich XAU, US-Dollar, Silber schaue ich mir auch gleich an, habe ich nicht vergessen. Hier Währungssymbol am Interbankenmarkt XAU, US-Dollar, also hier sozusagen das Währungssymbol für den Goldpreis. Gut, haben wir jetzt aktualisiert und das sieht natürlich beachtlich aus. Ja. Soll heißen, wir haben hier einen kleinen Dip nach unten, einen wirklich marginalen Dip und dann rennt er hier nach oben. Jetzt muss ich direkt mal den Forex Bull bedienen. Forex Bull, was sage ich, den Seasonal Bull. Weil ich hier eigentlich einen Seasonal Pattern erwarte. So, ich kann auch gleich mal den Trademinder befragen. Um da sozusagen hier, also auf FX-Seite habe ich hier jetzt nicht viele Signale, das weiß ich, aber wir können auch gleich mal auf die Future gucken, auf die Gold-Future. Was haben wir jetzt hier? 6 Setups, das ist überschaubar, da ist auch kein Goldpreis, also kein XAU-US-Dollar dabei. Also schade, aber die starke Saisonalität, die mir hier beim FX-Bull ins Auge springt, sollte sich idealerweise auch hier in einem Seasonal-Pattern zeigen. Gucken wir mal, ob der das hier gefunden hat. In der Richtung Kaffee, Kaffee, E-Mini, hier ist kein Gold dabei, das ist schade. Da muss ich jetzt mal den Trademinder kurz befragen, das habe ich noch nicht gemacht. Machen wir jetzt hier live, wie es so schön heißt. Der Euro gerade ein Stück weit im Rückzug. So, jetzt muss ich mir die ganzen Slides mal schließen. Ein Fenster nach dem anderen. Oh je. Fragt man sich manchmal, warum man so viel Speicher verbraucht. So, da ist es. Trademinder Future Markt. Kleiner Blick. Laden wir den mal kurz hoch. So, aber zurück zum Goldpreis, solange da hier die Updates erfolgen. Also, der muss jetzt keinesfalls, hoppla, machen wir das mal weg, keinesfalls bis 1293 zurückfallen, würde mir aber technisch sehr, sehr gut gefallen. Wenn er es tut, wäre es ein meines Erachtens sehr interessantes Einstiegslevel. Andernfalls habe ich jetzt hier ein sehr aggressives Fibonacci-Level reingeholt. Also hier, ich will mal sagen, eine Art Minimalkorrektur, eine wirkliche Minimalkorrektur. Wenn der sich hier schon dreht und nach oben rausläuft, dann ist der Goldpreis wirklich hochbullisch. Soll heißen, nach einem ersten Aufwärtsimpuls, je geringer die Korrektur-Konsolidierungsbewegung ausfällt, und da kann man die Fibonacci-Verhältnisse sehr schön heranziehen, desto bullischer ist die ganze Geschichte. Bleibt also der Goldpreis oberhalb von 1306 und schwingt sich wieder auf, hier über 1330 rauszuziehen, sehr, sehr bullisch. Kommt er hingegen in Richtung 1293 zurück, gute Chancen, sich hier zu stabilisieren, nach oben zu laufen. Geht er, je tiefer er geht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er in Kürze das letzte Hoch aus dem Markt nimmt, sozusagen. Und das muss man ganz, ganz klar sehen an der Stelle. So, jetzt muss ich mal kurz im Chat gucken. Bernd, jawohl, Dankeschön. Frank, was ist Big Ben? Big Ben hier bei mir im Stream, einfach mal schauen. Das hat der Bernd auch immer sehr schön noch beschrieben hier an der Stelle.
Und da haben sie gesagt, nee, die Beschreibung fehlt gerade. Das ist eine Open-Range-Breakout-Strategie. Ja, man nimmt eine gewisse Handelsspanne und da wird im Prinzip getradet, wenn es einen Ausbruch nach oben oder oben unten gibt. Bernd postet hier auch hin und wieder sozusagen die Rules des Setups. Bernd, vielleicht kannst du hier im Nachklang des Webinars das nochmal hier reinstellen für den Frank. Frank, dann schaust du dir auf meinen Guidance-Desktop und dann kannst du das nochmal nachlesen. Gold, Commerzbank CFD 1316,10. Was meinst du denn damit? Also den Goldpreis wahrscheinlich gerade. Ja, das ist eben der Unterschied zwischen Interbankenpreis und eben auch CFDs. Du hast hier immer wieder Abweichungen. Das eine ist der Interbankenpreis, der sich hier aus dem Preisfeed verschiedener Banken und Hedgefonds speist. Wenn du einen Commerzbank CFD hast, dann ist das praktisch das Produkt der Commerzbank, die dann wiederum ihren Preis auch in so einem Pool beobachtet, also den Preis beobachtet und ihren Preis dann selber bildet als Emittent, ja, des CFDs. Und das ist ein klassischer Market Maker. Das heißt, das kann man auch ganz unverblümt sagen, die Commerzbank schickt den Preis raus, den sie für richtig hält. Und wenn du das CFD-Produkt oder das Produkt kaufst, dann handelst du im Prinzip gegen den Emittenten, der das Produkt aufgelegt hat. Und jeder Gewinn ist ein Verlust für den Emittenten, in dem Fall Commerzbank. Und jeder Verlust des Traders ist ein Gewinn für die Bank, das Emittenten. Also riesen, riesen Geschäft. Was glaubst du denn, warum es so viele Optionsscheine, Knockout-Zertifikate und dergleichen gibt? Weil die Emittenten damit Millionen verdienen, weil sie eben die Gegenposition vom Trader einnehmen. Und das ist ganz, ganz entscheidend an der Stelle. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. JFD tut das eben nicht. Wir sind intermediär tätig. Wir gehen nicht ins Buch bei uns, wir dürfen es gar nicht machen, wir haben keine Market Maker Lizenz, wir dürfen nicht gegen den Kunden handeln oder Produkte kreieren wie eigene CFDs, um euch die dann sozusagen anzubieten. Wie gesagt, immer noch mal unterscheiden, Just Fair und direkt, dafür steht der Name und das ist auch unser Programm. So, jetzt müssen wir mal gucken. Update to the All Trade Miner Pro Vision Vision Miner Features. Okay. So, updatet er gerade hier die neuen Daten und dann gucken wir mal, was der uns sozusagen ausspuckt am Future Markt. So, dann skizziere ich gleich mal beim Goldpreis rein. Also müssen wir mal kurz die Settings überprüfen. Was haben wir hier? Gold, Silber. Okay. Cobra-Sprecher. Cobra macht keinen Eigenhandel. Okay, das müsste ich prüfen, wenn es ein Commerzbank CFD ist, dann haben sie halt einen Liquiditätsanbieter. Dann kriegen sie von einem CFD-Anbieter das CFD geroutet, wenn es denn so ist. Ja, ich will hier keinen irgendwie verurteilen. Ja, wenn das gesagt wird, dann mag das vielleicht so sein, aber die Commerzbank darf auch eigene Produkte kreieren. Ja, warum gibt es denn sonst Optionsscheine von der Commerzbank, Knockout-Zertifikate und warum dann auch nicht eigene CFDs? Macht ja eigentlich wenig Sinn, wenn man die selber kreieren dann kann, dass man die, wie wir, von außen herholt. Dafür müsste man ja noch Geld bezahlen, um diese sich sozusagen reinzuholen und den Kunden anzubieten, was wir ja auch tun. Deswegen haben wir auch die Handelskommission, weil wir natürlich die Preisfeeds und auch sag ich mal, die Sicherstellung der Orderausführung und dergleichen, das kostet ja alles Geld. Naja, und wenn man sie selber macht, hat man den ganzen Schmus sozusagen nicht. Insofern kann man darüber diskutieren, aber ich will hier gar nicht gegen große Sprecher agieren. Ich will es nur gesagt haben, dass ein Market Maker das machen kann und in der Masse der Fälle wohl auch tut. Gut, so wie gesagt, hier der Future spuckt tatsächlich einiges aus. Das wird eigentlich dazu führen, dass ich den Goldpreis auch in Kürze mal covern werde. TradeMiner, wie gesagt, ist ein anderes Tool, was hier Seasonal Pattern analysiert und hier schön zu sehen, während der letzten 13, 14 Kalenderjahre ist es sehr schön zu sehen, dass man hier ja, ein bullisches Szenario hier anhand der verschiedenen Future-Kontrakte hat. Ja. Und da sieht man, dass es hier generell von Anfang des Jahres bis Februar/ in den März hinein eine bullische Saisonalität gibt, die sich hier in der Historie sehr schön nachvollziehen lässt. Das frohlockt mich, morgen den Goldpreis im JFD-Devisenradar wohl unter die Lupe zu nehmen. Ich meine, ihr seid jetzt schon hier beim JFD-Devisenradar live dabei. Insofern lasst euch hier auf das ein, was morgen dann folgen wird, weil ihr denn heute hier sozusagen schon mit dabei seid. Also, Saisonalität ist bullisch. Ich zeige das dann morgen nochmal akribisch. Es bleibt dabei, wenn wir hier oberhalb von 1306 bleiben, sehr, sehr bullisch. Also Variante 1, auch im Sinne der bullischen Saisonalität.
Kommt der Preis hier unter 1300, 6305, dann könnte ich mir hier so einen Seitwärtslauf vorstellen zum Schwung holen. Dennoch dürfte das Bild vom Goldpreis weiter aufwärts gerichtet bleiben. Und ja, wie schon vorhin gesagt, wenn die Korrektur einer ersten Aufwärtsbewegung zu tief ausfällt, je tiefer das Ganze dann wird, desto kritischer für die Gesamtsituation und dann kann es auch unterhalb des 61er-Fibo sogar in Richtung der letzten Tiefs gehen, was dann hier sicherlich eine eher unschöne Variante wäre, ein eher unschöner Handelsverlauf. Also Goldpreis mal im Auge behalten. Deswegen hatte ich mir das eben auch schon vorstellen können, dass aufgrund dieser starken Saisonalität, die wir hier sehen, eigentlich auch hier die Seasonal Pattern zuschlagen müssen. Beim Seasonal Bull, da werde ich gleich mal nochmal den Entwickler anschreiben, hat sich das jetzt hier nicht erfüllt. Weder im Forex noch im Future-Bereich sehe ich das hier leider. Beim Trade Miner hingegen grandiose Vorstellung, da haben wir genau diese bullischen Pattern hier zu stehen. Und da gehe ich dann morgen auch gerne nochmal im JFT-Devisenradar drauf ein. Aber das Setup vom Goldpreis, denke ich mal, relativ eindeutig. Das aber, wie gesagt, auch nur die Tendenz. Ja, dass wir haben jetzt hier bullisch sozusagen den Lauf nach oben. Charttechnisch im groben Bild hat mir der Goldpreis so richtig nicht gefallen, wegen dem Fakeout hier unten. Jetzt der Lauf nach oben, Seitwärtskonsolidierung. Es gibt schönere Charts, ganz klar. Also Euro-US-Dollar gefällt mir da zum Beispiel schon viel, viel besser als der Goldpreis. Da bleibe ich auch bei. Aber wenn man, sage ich mal, jetzt das Underlying Covered in Anführungszeichen analysieren muss, dann ist das hier meines Erachtens auf jeden Fall eine schöne Ableitung, eine schöne Schlussfolgerung im Zuge dessen, was der Goldpreis machen kann. Gut. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn noch so auf der Agenda in der Wunschliste? Euro-Neuseeland-Dollar. Moment, da habe ich doch hier den Chart von Bernd. Übrigens, Frank, ach, der Bernd hier, schau dir das an. Ne? Mensch, Mensch, Mensch. Das ist das Big Ben Setup. Großes Tennis, Bernd, hier Realtime interagiert. Das ist natürlich der Spaß an der Geschichte. Ja, wir können jetzt hier auch über Guidance direkt sozusagen interagieren. Ihr könnt eure Charts hier posten. Wir können das hin und her scheren. Schrägstrich Bernd hat hier die Lauscher aufgestellt und für dich, Frank, hier nochmal das Setup beschrieben. Was bei Big Ben der Fall ist, man kann das im Prinzip diskretionär durchführen mit diesen Rahmenbedingungen. Sprich, wann kaufe ich, wann verkaufe ich. Aber das ist natürlich auch ein System, was sich hervorragend automatisieren lässt. So, und jetzt nochmal hier zurück zum Chart. Hast du nicht den Euro-Neuseeland-Dollar hier auch drin? Euro-Türkisch-Lira? Oder war das gestern? Martha übrigens heute hier auch schon schön am Start. Mal wieder hatte übrigens ihre erste Prüfung gut bestanden. Martha, wenn du das Video hörst, siehst, jetzt nicht dabei bist, schönen Gruß an der Stelle. So, hier ist der Euro-Neuseeland-Dollar. Genau. Gestern war das Bernd. So, schöne Geschichte. Auch hier mal einen großen. Ihr seht das hier im Tagesschart, da war ein großer Aufwärtstrendkanal. Hier war ja auch die Ausbruchsgeschichte, wo wir schon oder wo Bernd auch damals hier sehr schön auf diesen Pullback hingewiesen hat. Und jetzt hier genau die spannende Situation. Ich mache die Trendlinie mal grün. So, weil eben Unterstützung. Ja, hier war es ein Widerstand, Ausbruch, Fehlausbruch, Durchbruch, Unterstützung bestätigt hier im November letzten Jahres. Dann geht es wieder schön nach oben, seitwärts laufen. Jetzt sind wir hier so am Rumziehen. Ihr seht die zwei Kerzen. Gestern hammerartig, heute genauso. Die Tiefs, und auch wenn es ein neues Verlaufstief gab, die Tiefs wurden immer wieder gekauft. Das ist oder hat einen bullischen Unterton. Das hat einen bullischen Charme. Das ist etwas, wo ich sage, passt auch wieder zum Euro, den ich generell bullisch sehe. Übrigens ist an dieser Stelle, wenn der Euro bullisch ist, beim Euro-US-Dollar FX Major Pair, dann ist der Dollar eher schwach und ein schwacher Dollar begünstigt wiederum einen steigenden Goldpreis. Hier schließt sich so ein bisschen der Intermarket-Korrelationszyklus. Ist nicht immer wie mit einer Schablone aufzulegen, aber generell ist ein schwacher Dollar gut für Rohstoffe. Das kann man auch generell auf dem Ölpreis so adaptieren, etc. etc. Ist generell eben hier positiv zu sehen. Und insofern, Neuseeland hat natürlich eine riesige Milchproduktion, keine Frage, aber neben dem Australdollar ist auch der Neuseeland-Dollar eine Art Rohstoffwährung, wobei hier eher der kanadische Dollar und Australdollar zuzählen. Aber auch hier sollte es eigentlich einen beflügelnden Effekt geben. Und der Euro meines Erachtens sogar hier noch stärker als der Neuseeland-Dollar aufwerten können, was dazu führt, dass das Cross-Rate-Pair Euro-Neuseeland-Dollar hier nach oben läuft. Also das blaue Szenario würde ich hier in jedem Falle präferieren und die Situation gegenwärtig sehr spannend. Der Witz eben nur, spuckt er hier nochmal runter in den nächsten Tagen? Geht er hier nochmal unter 1,66? Wäre charttechnisch jetzt
noch kein Beinbruch, aber sollte eigentlich nicht passieren. Also ein sehr, sehr heißes Währungspaar, sehr, sehr interessant, hochinteressant, Euro, Neuseeland, Dollar. Danke für den Post an dieser Stelle auch nochmal, Bernd. Super. Und das ist eben etwas, wo ihr, liebe Leute, hier durchaus das Ganze nutzen könnt. Ich muss das an der Stelle nochmal aufrufen. Dafür ist Guidance da. Chart Sharing, ja, miteinander zu agieren, auch intraday sich auszutauschen. Freilich, ich gebe zu, ich hatte früher auch noch mehr Intraday-Trades hier gepostet und, sage ich mal, noch mehr die Fuzzy-Vektor-Logik jeden Tag komplett dargestellt und dergleichen. Gar keine Frage. Aber das kam eben alles sozusagen von mir, dem Experten-Desktop, aber ich rufe euch auch hier auf, da wirklich auch mal mitzuwirken. Ja, man kann da gemeinsam nur lernen und auch schöne Setups rausschüren, beziehungsweise auch gemeinsam kreieren. Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Also zu Euro-Neuseeland-Dollar gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, denn es ist hier sehr, sehr interessant, was der Preis, die Markt-Action, die Price-Action uns hier verrät und der bullische Bias bleibt hier gegenwärtig. Wollen wir doch mal sehen, was in dem Fall die Saisonalität dazu sagt. So, gehen wir mal da hoch. Euro, Neuseeland-Dollar, schwupp, da haben wir. Alright. Also, ihr seht auch hier an der Punkteskala. Das ist erstmal so ein Stück weit Wischiwaschi. Also, das heißt, hier die Abwärtstendenz ist da. Man sieht jetzt nicht unbedingt einen erstarkenden Euro. Mitte Februar geht es dann ein Stück weit deutlicher nach oben, aber anhand der Punkteskala alles jetzt nicht wirklich so überdimensional stark. Ganz anders eben hier, wenn man sich den Goldpreis nochmal anschaut. Gerade wenn man die Punkteskala sieht, da gehen wir hier wirklich 101, 102, 3, 4, 5, 6 richtig stark nach oben werden, da kommen dann 60 Tage. Und Euro Neuseeland Dollar pendelt da zwischen 99 und 101. Also das ist, sage ich mal, vom Rückenwind der Stärke. Ja, also hier 99, 100, 5, kann man sogar sagen, jetzt nicht überzubewerten. Ja, also die Saisonalität ist jetzt hier nicht der Brüller und haut mich auch nicht von den Socken. Insofern, auch wie vorhin schon gesagt, Price Action überwiegt die Seasonal Action und der Rückenwind fehlt hier zwar, aber ich denke, es sollte doch eher gen Norden als gen Süden gehen können. Gut, hätten wir auch das sozusagen in aller Kürze und Würze besprochen. Schauen wir noch mal kurz auf den Silberpreis. Den brauche ich jetzt gar nicht so genau unter die Lupe nehmen, weil ihr wisst das, der Silberpreis ist der kleine Bruder des Goldes. Soll heißen, hier hat es ja auch den Ausbruch gegeben aus dieser Range, ähnlich wie vom Goldpreis, ging relativ stark runter. Was beim Silberpreis interessant ist, ich meine, wir hatten ja letztes Jahr im Juli diesen Flash-Crash. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich draußen noch daran erinnern, gerade wenn er Position hatte. Hier wird dann auch immer geschimpft an dieser Situation, wenn man dann ausgestoppt wurde mit einer Slippage. Ja? Also zum Beispiel jetzt eben hier einen Long Trade hatte, man hatte seinen Stop-Loss markiert und es war ja hier so eine in der Nacht am frühen Morgen während der Asia-Session Spike nach unten. Und da gab es auch durchaus negative Slippage auf der Seite derer Kandidaten, die hier einen Long Trade hatten mit einem Stop-Loss. Jetzt dreht es aber mal den Pfeil um. Es gab hier auch Kandidaten, die einen Short Trade hatten, mit einem Take Profit irgendwo hier unten oder dann eben den Market gecovert an der Stelle. Die haben hier auch positive Slippage kassiert. Ja, das ist immer der Medaillenwurf oder den Münzwurf vielmehr, wo man sagt, es gibt immer da die Beschwerden auf der einen Seite, aber es gibt auch die Profiteure auf der anderen und da der Profiteur meldet sich meistens nicht. Ja, es wird immer nur angeklagt, wenn irgendwas schiefgegangen ist oder hier die Ursache gesucht, der Fehler vielmehr. Aber eben hier, solche Markt-Action kann passieren. De facto die Tageskerze, das war ja exakt am 7.7., hat sich wieder erholt und hier ist die Zone um 15,65. Jetzt komme ich mal ein Stück raus. Das ist hier eine Price-Action-Zone, die ich für den Silberpreis ganz interessant finde. Ja, trotz dieses Spikes hier nach unten. Tagesschluss war ja dann hier in diesem Bereich 15,60. Super. Und genau hier ist er wieder zurückgelaufen. Und dann gab es eben hier im Dezemberverlauf symbolisch für den Goldpreis auch diese weitere Aufwertung. Hat sich hier sozusagen nach oben geschraubt und jetzt auch Konsolidierung. Da brauche ich gar nicht jetzt so viel rumzeichnen. Das mache ich vielleicht morgen beim Devisenradar. Gleiches Setup. Gleicher bullischer Unterton. Hier spricht auch viel dafür. Kann man auch das Fibonacci-Level jetzt mal direkt drehen, vom Hoch zum Tief. Ich muss mal kurz an. Sozusagen eine kleine Vorbereitung. So, ich zeichne dann auch gleich das 23er Level noch ein. Das 23,6er Fibo-Level für eine Minimalkorrektur. Level 23. So ist, also ist wirklich symbolisch gleichzusehen dem Goldpreis. Nehmen wir den Pfad mal raus hier. So. Also entweder stabilisiert sie wirklich in Kürze und dreht auf oder geht hier ins 38er Level. Da haben wir auch
eine Unterstützungszone. So, das muss man jetzt hier ein bisschen stauchen und ziehen, aber das passt hier meines Erachtens ganz gut. So, hier das nehmen wir mal raus, das Rechteck. Das macht jetzt auch keinen Sinn, aber den Chart gleich geklärt. So, und auch der Trademinder verspricht übrigens bei Silber an der COMEX hier bullisches Fahrwasser. Hier haben wir Silber. Hier haben wir Silber. Während der letzten 14 Jahre. Schöne Settings. Passt gut ins Bild. So. Okay. Jetzt schauen wir mal weiter, was wir noch auf der Agenda haben. So. Silber. Intraday. Brauchen wir jetzt nicht weiter gucken. Jetzt sehe ich auch gerade, wir haben schon kurz vor 16 Uhr. Ei, da blitzen. Die Zeit vergeht schon wieder wie im Fluge. Meine Güte. So. Euro-Neuseeland, das war mein Chart. Den brauchen wir jetzt nicht weiter covern. Euro-Cut war noch auf der Agenda. Lass mich mal schauen, wo ist Euro-Cut? Da. Da wisst ihr ja, Eurocut, das ist so ein Währungspapier, das ich ungern oder mehr so mit der Kneifzange anfasse. Wir haben ja heute auch wieder die Rohöldaten. Wo sind die News hier? 16:30 Rohöllagerbestände aus den USA. Da immer auf den kanadischen Dollar achten. Also in gut 30 Minuten rockt hier das Haus. Da muss man wirklich sehen, was passiert. Der kanadische Dollar hier immer sehr, sehr anfällig für Bewegungen. Ja, also in der je nach rohe Lagebestand profitiert eben der kanadische Dollar oder nicht, weil Kanada im Sinne des Ölexports dann natürlich immer wieder auch im Zuspruch erfährt, beziehungsweise vielmehr der kanadische Dollar. Abwarten, 16:30 immer für hohe Volatilität. Man kann aber nicht sagen, wenn die Daten gut oder schlecht reinkommen, dass der kanadische Dollar profitiert oder eben darunter leidet. Grundsätzlich wichtig, hier die Reaktion erstmal abzuwarten. Das kann immer sehr, sehr hektisch werden. Und Euro-Kanadisch-Dollar springt da auch immer sehr, sehr gern drauf an. Wo ist er? Hier Swing Trade. Versucht sich hier gerade an Erholung oder an Erholung. Technisch gesehen sind wir aus diesem Aufwärtstrendkanal rausgelaufen. Ihr seht auch hier diese Tendenz eigentlich einer weiteren Performance auf der Oberseite. Innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals, das ist nicht erfolgt. Wir sind hier nach unten weggetropft mit dem Ausklang der letzten Woche. Freitag, wusch, gab es die grobe Kelle. Und jetzt versucht sich der Markt hier zu stabilisieren. Ich würde mal hier auf 16:30 warten, was dann passiert, wie der Markt reagiert. Das sieht hier schön nach einem Umkehr-Candle-Pattern aus. Also wenn der jetzt hier das Tief von gestern nicht unterschreitet, kann man durchaus sagen, es könnte eine Aufwertung, aber das ist was Verkehrte, eine Aufwertung erwarten. Morningstar-like. So. Dann könnte es hier tatsächlich in Richtung 1,52 plus gehen. Sollte aber das Wochentief gerissen werden, eher bärisch. Man kann es auch noch relativ deutlich zurückgehen. So, scrollen wir uns mal raus. Da fällt schon hier diese Zone um 1,45 auf. Ich denke mal, hier wäre jetzt nicht unbedingt ein großer Halt geboten, aber in diese Richtung. Gerade wenn wir ein neues Wochentief machen, könnte es durchaus fallen. Das muss man an der Stelle genau so sehen. Jetzt versagt meine Stimme so langsam. So. Gut. Dann schauen wir mal. Was sehe ich gerade? So. Genau, wie angedeutet, das könnte hier ein schöner Morningstar sein. Nicht ganz idealtypisch, aber auf jeden Fall perfekt. Jetzt haben wir schon nach 16 Uhr. Liebe Leute, wenn ihr Wünsche, Anregungen habt an der Stelle, lasst es mich wissen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Weiterhin, schaut ruhig am Wochenende rein, am Freitag rein, bei dem FTSE Pattern Vektor Logik Webinar. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr wieder hier zum Mittwochswebinar aufschlagt oder auch den JFD Devisenradar Livestream täglich guckt. Ich sage danke fürs Dabeisein, für die vielen positiven Wünsche und wünsche euch auch ein erfolgreiches Handelsjahr 2018. Freue mich auf alles weitere. Bis bald, euer Chris Kämmerer und jetzt dann aber. Tschüss.